willkommen hier zu einer neuen Beta-Show. Heute geht es um keine Instanz, sondern es geht mal wieder um kleine Glyphen. Ihr wisst ja, die kleinen Glyphen in Mists of Pandaria, es gibt ja sowieso nur noch kleine und große Glyphen, nochmal zur Erinnerung. Aber kleine und große Glyphen haben ja einen unterschiedlichen Zweck. Die großen sind ein bisschen wichtiger und die kleinen sind vor allen Dingen häufig kosmetischer Natur. Zum Beispiel auch hier die Glyph of Zenflight, das ist so die einzigste interessant, zumindest zum Zeigen. Die Glyphe, die es hier für den Mönch gibt, denn wenn man die drückt, werde ich quasi auf so einer Wolke hier am Fliegen gehalten. Sieht ziemlich cool aus, ist auch ganz cool, man ist relativ schnell, also, ne? Ich meine, gerade im Low-Level-Bereich, ich weiß nicht, ab wann man die Glyphe später bekommen wird. Im Moment kann man ja einfach hier zum Händler gehen, zum freundlichen Händler in Stormwind, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob in Ogrim auch einer ist, aber auf jeden Fall in Stormwind kann man zum freundlichen Händler gehen und sich so eine Glyphe kaufen. Der freundliche Händler ist übrigens dieser Flasker Tower hier, dieser Herr, der hier so rumsteht, dieser große Tower. Und ja, sieht echt toll aus, wie ich finde. Und ist auch ganz lustig. Aber wir haben natürlich noch eine Menge anderer Glyphen für heute, die ich euch gerne vorstellen möchte. Beim Hexmeister habe ich euch eigentlich schon ganz viele Glyphen gezeigt, aber ich finde, eine ist nochmal eine besonders lustige. Also ihr kennt ja hier die Teufelswache, ja? Dann gibt es eine Glyphe, die nennt sich auch passenderweise Glyph of Felguard. Ich mache sie mal rein, da werdet ihr nämlich gleich sehen, was macht sie. Eure Felguard wird eine random, Zweihand-Axt, Polearm, von eurem Rucksack anlegen. Das hört sich natürlich interessant an, also mal eine andere Waffe für die Felguard, die übrigens auch für die andere Version der Felguard gilt, mit der man sie zu einer, ich weiß gar nicht, Wrathguard heißt sie auf Englisch, ist auch egal, wie sie dann auf Deutsch heißt. Also ich beschwöre sie einfach nochmal neu und dann müsste sie eigentlich eine andere Waffe anhaben. Ich hoffe zumindest. Da, siehst du, also ich habe jetzt hier keine hübsche, aber zum Beispiel könnt ihr ja dann später in einem Raid einfach mal auf irgendwelche Zweihandäxte oder so rollen als Hexmeister, einfach nur damit eure Felguard vielleicht mal eine andere Waffe hat. Ich finde es eine ganz lustige Idee und eine ganz lustige Sache, so eine Glyphe zu entwickeln. Irgendwie hat die was, mit der man eben seine Pets dann auch nochmal ein bisschen anders machen kann. Ja, hier seht ihr nochmal eine andere Waffe. Also es sind jetzt halt einfach nur, um das mal kurz zu zeigen, so ein paar grüne Sachen, die ich einfach so gekauft habe. Ist jetzt nichts Wildes oder so. Ja, also von daher relativ simpel noch. Aber sieht bestimmt noch ein bisschen stylischer aus mit richtig coolen Zweihandäxten oder Polearms. Von daher, ich finde es cool. Was haltet ihr davon? Ich denke, ihr findet es auch cool, aber gucken wir die nächste Glyphe an. Eine weitere Glyphe aus der Abteilung, ist, finde ich ja eigentlich, die Glyphe, mit der man seinen Paladin-Mount leuchten lassen kann. Also nochmal zur Erinnerung, das alte Paladin, beziehungsweise nicht das alte Paladin-Mount, sondern ohne Glyphe. Ja, so, ich steige nochmal ab, Glyphe rein, und dann steigen wir mal wieder auf und gucken dann, wie es ausschaut. Ja, also es leuchtet ein bisschen im heiligen Licht. Ja. Also vielleicht für Appeler ein bisschen was, ja, können sie sagen, Mensch, ne, wenn es nicht leuchtet, dann, ach, keine Ahnung. Kann man bestimmt eine gute Geschichte zu machen, es sind einfach so ein paar witzige Sachen bei und ich glaube wirklich, dass auch so für Rollenspieler bei so Glyphen, ja, da kann man vielleicht ein bisschen was mit treiben an einigen Stellen oder aber einfach nur, wenn man drauf steht, dass ein Paladin-Mount leuchtet. Ja. Wir können das ja nochmal ausprobieren bei dem kleineren Mount. Oh, das sieht genauso aus. Das war mir gar nicht so klar. Aber es leuchtet auf jeden Fall. Also, falls ihr ein leuchtendes Paladin-Klassen-Mount haben wollt, es geht jetzt. Zum Abschluss der Glyphen noch einmal zum Hexenmeister. Ach, zum Hexenmeister. Zum Jäger natürlich. Und zwar kennt ihr ja das gute alte Hunter's Mark. Ja, also ich kann ja vielleicht mal kurz das ausstellen. Dann sehen wir hier das ein bisschen besser. Da ist jetzt ein Hunter's Mark auf diesem Mob drauf. Kann man jetzt verändern mit einer Glyphe. Und zwar heißt es, heißt die Glyphe auch passenderweise, ja, wie ich finde, Marking. Und dann macht man die rein. Und dann ist ein Hunter's Mark.
Ja, gut, da ist jetzt schon eins drauf, daher ist es ein bisschen doof, aber sieht anhand das mag so aus, quasi so eine Zielscheibe. Ich habe keine Ahnung, ob ich das besser finden soll. Schlechter zu sehen ist es auf jeden Fall. Und wo dann der ja, Effekt ist, ich weiß es nicht. Also, finde es nicht so gut. Aber ja, jedem das seine, ne? Ein toller neuer Spell ist übrigens auch Feuerwerk. Kann man sich ja machen. Kann man so ein bisschen Feuerwerk machen. Juhei, ja, 10 Sekunden Cooldown. Ist eben eine Glyphe von oder für Feuerwerk. Da kann man dann mit seinem Bogen, vielleicht auch mal während des Kampfes, wie jetzt hier. Das kann man nicht im Fight machen oder was? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man dann auch mal Feuerwerk casten. Ich mach's nochmal. So, jetzt geht's vernünftig. Ah, ja, super. Feuerwerk. Das ist ja ganz toll. Ich bin echt entzückt von diesem Feuerwerk. Machen wir nochmal. Oh, naja, okay, ich gebe zu, es ist schon mal Besseres geschehen. Ja, dann haben wir aber eine andere Glyphe noch, Glyph of Fetch. Ich setze sie einfach über diese Marking-Glyphe, die war nämlich langweilig. Übrigens haben wir auch diese Aspekt-Glyphe drin. Ja, immer wenn ich einen Aspekt auf oder anrufe, dann kommt ein dazu passendes Tier für eine gewisse Zeit. Da ist ein Fuchs jetzt zum Beispiel beim Aspekt des Fuchses oder hier beim Hawk. Kommt ein kleiner Hawk für eine gewisse Zeit hinter mir her oder eben, ne, hier, wie gesagt, Gepard. Ich glaube, das habe ich euch aber schon gezeigt, aber ne, wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Okay, zu Fetch zurück. Fetch ist eine Fähigkeit, die man hier bekommt. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt gelandet ist. Ich hoffe einfach mal hier, A, B, C, D, F, G, Fetch da, ja. Ja, lege ich einfach mal darauf. Feuerwerk. Ich habe jetzt die Position mal ein wenig gewechselt, denn die hier droppen auf jeden Fall Loot. Ah, Mist. Der auch, aber. Ach, falsche Falle anscheinend. Beziehungsweise der hat schon dort drauf. Na naja, egal. Machen wir erst den da und dann haben wir's. Also, hier droppen auf jeden Fall Leute Loot, ja. Und dafür setzt diese Glyphe an, denn diese Glyphe macht es euch möglich als Hunter, der ja nun mal manchmal einfach sein Pet vorne dran stehen hat, wie ich jetzt hier, ne, keinen Bock zu looten. Jetzt kann ich den da anklicken. Und sagen halt hier dieses Fetch und jetzt nochmal Fetch, ja, werfe, jetzt geht das Tier daran und bam, ich habe gelootet, ja, oder aber da hinten, achso, der hat nichts gedroppt, weil AE-Loot und so, ne, also suchen wir uns einfach einen neuen Gegner, da hinten sind ja noch einige, da der zum Beispiel, mein Pet kann irgendwie nicht dahin. Greif das mal an, Norman. Norman. Verdammt. Was ist mit dir los, Norman? Was stimmt nicht mit dir? Warum läuft das so im Kreis? Naja, jedenfalls ist das halt einfach natürlich ein großer Vorteil und eine ganz witzige Sache, wie ich finde. Schöner, praktischer Einsatz auch hier wieder, ne? Also, oh, ich gehe mal extra ein bisschen weiter zurück. Also, ich klicke es an, drücke da drauf, sag, ey, Norman, geh mal. Norman geht, lootet, bam. Oder zudem, ey, Norman. Norman geht, lootet und ich habe meine Ruhe. Das ist doch auch mal was für den geneigten Hunter, der einfach nicht so viel Lust hat, rumzulaufen und zu looten. Oder? Was sagt ihr dazu? Zum Abschluss möchte ich euch jetzt nochmal ein neues Mount zeigen. Ihr seht hier schon diese komische Rakete da. Ist das neue Mount. Hatten wir, glaube ich, letztens auch als Screenshot auf der Seite und jetzt gibt es das Ganze auch in-game. Ja, so schaut's aus. Flugmount kann man natürlich auch mit über Land fahren, wie das halt häufig so ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, woher man das bekommt. Ich hatte es einfach im ja, meinem Fenster drin. Also von daher, ich weiß nicht, wofür es ist, aber ist doch nett, dass wir es da haben, oder? Also, das hier, das Mount, sieht schick aus, hat doch was. Und in diesem Sinne sage ich euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Venien.